Ralf Klein und Michael Götz sind angeklagt, während einer Geschäftsreise ihre Kollegin Britta Schwarz gemeinsam vergewaltigt zu haben. Beide streiten die Tat ab. Hat sich Britta die Vergewaltigung nur ausgedacht, um sich an den beiden zu rächen? Erheben Sie sich. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Alexander Holt. Nehmen Sie bitte Platz. Herr Klein, Herr Götz, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung. Nachdem das natürlich ein Verbrechen ist, verhandeln wir als Schöffengericht. Die Anklage wird vertreten noch von Staatsanwältin Beer. Herr Götz, sind Sie, oder? Ja, Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Posner und Herr Klein, Ihr Verteidiger ist Frau Rechtsanwältin Lang. Zunächst mal zu Ihren Personalien. Herr Klein, fangen wir mit Ihnen an. Sie heißen Ralf Klein? Ja. 29. Juni 1961 in Flensburg geboren. Das stimmt. Sie sind verheiratet, haben eine zweijährige Tochter und Sie leben in Rheinfelden in Baden. Das ist alles richtig. Alles richtig. Was machen Sie beruflich? Ich bin bis vor kurzem Angestellter in einem mittelständischen Betrieb gewesen, das Computersysteme, Computerprogramme herstellt und befinde mich derzeit in einem Arbeitsstreit mit meinem ehemaligen Arbeitgeber. Mhm. Wovon leben Sie? Ich habe jetzt zwangsläufig Arbeitslosenhilfe beantragen müssen. Vorbestraft sind Sie nicht, sehe ich, Bundeszentralregister ohne Eintrag. Herr Götz, Ihre Personalien. Sie heißen Michael Götz, am 6. Dezember 1969 in Aachen geboren, ledig, leben auch in Rheinfelden und in derselben Firma wie der Herr Klein haben Sie gearbeitet als Techniker. Ja, das ist richtig. Mhm. Und derzeit? Derzeit auch arbeitslos. Mhm. Auch ich stehe in einem Arbeitsrechtsstreit mit dem vorherigen Arbeitgeber. Auch Sie sind nicht vorbestraft. Dann kommen wir bitte zur Verlesung der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. Am 15. März 2002 gegen 2 Uhr morgens drangen die beiden Angeklagten heimlich in das Schlafwagenabteil ihrer Kollegin Britta Schwarz ein. Während der Angeklagte Götz mit einer Hand die Arme der dadurch aufwachenden Frau fest umklammerte und ihr mit der anderen Hand den Mund zuhielt, riss ihr der Angeklagte Klein den Slipper runter und vollzog mit der sich heftig wehrenden jungen Frau den Geschlechtsverkehr. Anschließend wechselten die beiden Angeklagten ihre Position, sodass nun der Angeklagte Klein Frau Schwarz festhielt, während der Angeklagte Götz mit der jungen Frau den Beischlaf vollzog. Die beiden Angeklagten werden somit einer gemeinschaftlichen Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall beschuldigt, strafbar gemäß § 177 Absatz 1 und Absatz 2 und 25 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Danke. Danke, Frau Staatsanwältin. Steht beiden Angeklagten frei, sich zum Vorwurf zu äußern? Wollen Sie Angaben machen? Ja. Beide? Ja. Mhm. Beide. Ja, fangen wir mit dem Herrn Klein doch mal an, Herr Klein. Sie haben ja gehört, was Ihnen zur Last gelegt wird. Was sagen Sie dazu? Ich kann im Grunde dazu nichts sagen. Für mich ist das Ganze, was sich hier im Moment abspielt, ein absoluter Albtraum für mich. Ein absoluter. Das heißt? Ich was habe, sagen Sie dem Vorwurf? Ich habe natürlich Britta Schwarz nicht vergewaltigt. Mhm. Gab es irgendwelche einvernehmlichen sexuellen Handlungen da im Zug? Ach, in keiner Weise. Mhm. Also gar nichts? Nichts. Ja. Absolut nichts. Und Sie kannten die Frau Schwarz näher? Was heißt näher? Sie macht in unserem Betrieb eine Ausbildung und in diesem Zusammenhang ist sie auch einige Monate in meiner Abteilung gewesen. Fangen wir doch einfach bei den Fakten an. Da war diese Geschäftsreise, die Sie zu dritt unternommen haben. Sie, der Angeklagte Götz und die Frau Schwarz. Ja, das ist richtig. Wir sind an dem besagten Tag um 20 Uhr gegen 20 Uhr von Basel mit dem Nachtzug nach Hannover gefahren, weil wir am nächsten Tag in der Früh schon auf der Zebe zu sein hatten. Und ich bin dann mit Michael noch ein, zwei Bierchen trinken gegangen im Speisewagen. Und ich denke mal, so gegen 22 Uhr dürfte das gewesen sein, haben wir uns zurückgezogen, weil wir, wie gesagt, ja schließlich am nächsten Morgen rechtzeitig fit und ausgeschlafen auf der CeBIT sein sollten. Und wo war denn die Frau Schwarz? Die Frau Schwarz hat sich gleich nach Abfahrt in ihr Abteil zurückgezogen, weil sie offenbar nicht so den ganz großen Wert darauf legte, mit uns irgendwie noch zu kommunizieren. Noch Fragen? Keine Fragen. Keine. Herr Götz, was sagen Sie dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich bin einfach nur entsetzt. Kann ich nichts zu sagen. Mhm. Hat so nicht stattgefunden. Sie haben sich mit dem Herrn Klein in dem Schlafwagen ein Abteil geteilt? Ja, das ist richtig. Wir sind so gegen 10 Uhr, glaube ich, ins Bett, ins Schlafwagenabteil gegangen.
Er hat, glaube ich, noch ein bisschen gelesen. Ich habe sofort das Licht ausgemacht und am nächsten Morgen sind wir ganz normal über die Zeebrücke gelaufen. Und die Frau Schwarz gut gelaunt wie immer, oder? Die Frau Schwarz war sehr gut gelaunt, ja. Die hatte trotz viel Arbeit recht Spaß an der Messe. Ach, und ja. Ich glaube nicht, dass jemand, der am Abend vergewaltigt worden ist, so über eine Messe läuft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Wie war Ihr Verhältnis zu der Britta Schwarz? Ach, recht gut. Wir hatten auch mal privat, sind wir zusammen essen gegangen und danach bin ich mit zu ihr. Wisst schon, was ich meine. Und das habe ich ihr dann allerdings auch gesagt, dass das was Einmaliges bleibt, weil ich eine feste Freundin habe und es könnte so nicht weitergehen. Aber also Sie sind mal vor diesem Vorfall oder vor dieser Zugfahrt, sagen wir mal, waren Sie mal bei ihr? Ja, einmal, genau. Schreiben Sie doch mal die Wohnung der Frau Schwarz ein bisschen so. Kann ich nicht so genau sagen, wie die Wohnung aussah. Naja, aber so ungefähr. Erster Stock, fünfter Stock, Dachterrasse. Etage weiß ich nicht mehr. Es war eine Einzimmerwohnung mit einem Schlafcouch, Schlafsofa. Nichts Besonderes, kleine Wohnung. Mhm. Also Stockwerk wissen Sie nicht. Mhm. Noch Fragen an den Angeklagten? Keine. Nein, dann treten wir in die Beweisaufnahme ein. Herr Seelhoff, bitte die Frau Schwarz. Zeugin Schwarz, bitte. Frau Schwarz, wenn Sie bitte Platz nehmen würden. Sie sollen heute hier als Zeugin aussagen. Ich brauche zunächst Ihre Personalien. Sie heißen Britta Schwarz, 20 Jahre alt, ledig. Sie sind in Neuenfelden geboren, da wohnen Sie auch bei Ihren Eltern. Sie sind ledig und machen gerade eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Richtig. Alles soweit richtig. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr, wo ich auch diese beiden Schweine hier kennengelernt habe. Jetzt lassen Sie mal auf mit den Beleidigungen, bitte, ja? Und sind mit den beiden nicht verwandt oder verschwägert oder verlobt. Wenn Sie uns bitte mal schildern würden, was in der Nacht zum 5. März in dem Schlafwagenabteil passiert ist. Also wir waren auf dem Weg zur Zeebett im Nachtzug, ich und die beiden. Ich bin auch dann gleich in mein Abteil gegangen, weil ich echt keinen Bock hatte, die Nacht mit den zwei zu verbringen. Und naja, es war dann, ich bin dann eingeschlafen, so gegen 2 Uhr bin ich dann auch gleich wach geworden. Warum sind Sie wach geworden? Die Abteiltür, das ist... Die ließ sich nicht verriegeln, das war so eine Schiebetür und ich habe auch gar nicht gehört, wie sie aufgemacht worden ist. Aber plötzlich stand dann Michael Götz vor mir, hat mir den Mund zugehalten und dann kam der andere, der Klein, hat seine Hose runtergezogen und mich vergewaltigt. Du hast doch zu viel schlechte Filme gesehen, Mädchen. Du fantasierst mal genau. Gib's doch wenigstens zu. Was erzählst du denn da? Nee, jetzt mal. Lagen Sie im oberen oder im unteren Bett? Ich lag im unteren gleich rechts neben der Tür. Du bist doch völlig verloren. Und den Herrn Klein haben Sie so erkannt, ja? Ja, da sind Sie sich ganz sicher. Ja. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben geschlafen, als die beiden gekommen sind. Dann war ja wohl das Licht aus, oder? Wenn man schläft, ist ja das Licht aus. Wie haben Sie die denn dann erkannt? Möchte ich jetzt gerne mal genauer von Ihnen hören. Es war noch genug Licht, um die wirklich zu erkennen. Außerdem haben Sie auch geredet und an den Stimmen habe ich Sie auch erkannt. Also Sie haben Sie an den Stimmen erkannt? Auch ich an den Stimmen, auch sagten den, Sie. Am Aussehen und an den Stimmen. Haben Sie sich denn gewehrt? Ja, natürlich habe ich mich gewehrt, aber es ging alles ganz schnell. Also die kamen rein, haben mir die Decke weggezogen. Der Götz hat mir den Mund zugehalten. Der Klein hat mir den Slip runtergerissen, mir das Nachthemd hochgeschoben. Dann haben sie mich vergewaltigt. Einer nach dem anderen. Erst der Klein, dann der Götz. Wie lange muss ich mir das denn gefallen lassen? Nicht zu glauben. Diese unverschämten Lügen. Sie werden sich das jetzt mal anhören. Sie konnten ja schon was sagen dazu. Ja, ja, wir haben hier auch ein Nachthemd. Das haben Sie ja dann später bei der Polizei abgegeben. Das wird in Augenschein genommen. Da gibt es auch ein gerichtsmedizinisches Gutachten, DNA-Analyse. Die von Ihnen eingereichten Epidermispartikel auf einem Nachthemd stimmen genetisch mit der DNA von Michael Götz zu 99,9 irgendwas Prozent überein. Das heißt, die Spermaspuren auf dem Nachthemd sind die Ihren, ja? Was ist das für ein Kunststück? Ich habe Sex gehabt mit der Dame einmal, das habe ich ja bereits gesagt, nach dem Abendessen. Und das ist zufälligerweise genau das Nachthemd, das sie damals anhatte. Ich hätte dich auch niemals freiwillig angefangen. Ich verstehe auch nicht, warum sie das... Ja, ja. Du hast mir doch richtig nachgestellt. Geht das aus mir dem, schon geht aus dem Gutachten hervor, wie alt die Spermaspuren sind? Das lässt sich natürlich nicht so genau feststellen. Ja. Du hatten sie auch noch einen Slip abgegeben. Das ist dieser zerrissene Slip. Ja. Was ein Beweis. Den hatten Sie an... Frau Schwarz, hatten Sie wirklich kein Verhältnis mit meinem Mandanten? Oh, Gottes Willen. Nun gib's doch zu. Der hat mich zwar immer angebaggert, wie verrückt, aber ich bin ja nie drauf eingegangen. Na, haben Sie das gehört? Haben Sie das gehört, Herr Richter? Klingt das so, als wenn ich etwas damit zu tun habe? Ich habe geschlafen die ganze Zeit. Du bist genauso daran beteiligt, du Wichser. Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Vielleicht war es ja doch Michael. Was willst du denn jetzt hier an die Karre fahren?
Warum sind Sie nicht gleich zur Polizei gegangen und haben Anzeige erstattet? Ich wusste absolut nicht, was ich machen soll. Ich war allein, die waren zu zweit. Ich dachte, das würde mir eh keiner glauben. Außerdem war ich in einem Zug. Das tut auch keiner. Am nächsten Tag soll ich einen guten Job auf der CeBIT machen. Und ich habe mich so elend und so schmutzig gefühlt. Und dann bin ich halt in den Waschraum und habe mich gewaschen, so gut es ging. Was soll ich denn machen? Und zum Arzt sind Sie auch nicht gegangen, direkt danach? Ich habe gedacht, ich war doch total verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Hat sich gewaschen, so gut es ging, war aber fähig, das Nachthemd aufzuheben. Also irgendwo ist da doch eine falsche Strategie. Frau Schwarz, warum haben Sie sich dann irgendwann doch Ihrem Chef anvertraut? Meine Freundin, die Simone, hat mir dann schließlich Mut gemacht. Sie hat gemeint, da müsste jetzt endlich was unternommen werden, weil sie ist auch schon von den beiden belästigt worden. Und was? Aber es ist zum Glück noch nicht schlimmer, was bei ihr passiert. Ihr Freundin, die werden wir uns halt eh auch noch anhören. Zunächst noch Fragen an die Zeugin. Keine Fragen. Keine weiteren Fragen. 61.2 StPO als Geschädigte unbeeidigt. Wenn Sie bitte da hinten noch Platz nehmen würden, Herr Seelhoff, den Herrn Herrmann bitte als Nächstes. Zeuge Herrmann, bitte. Herr Herrmann, wenn Sie bitte hier vorne Platz nehmen würden. Sie wissen, dass meist Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen muss. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja, weiß ja. Ich. Zunächst zu Ihrem Personalien. Hans-Peter Herrmann, 43 Jahre alt. Sie leben in Rheinfelden. Sie sind Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und verheiratet. Korrekt. Verwandt oder verschwägert mit den Angeklagten sind Sie nicht. Gott sei Dank nicht, aber die beiden haben bis vor kurzem für mich gearbeitet. Mhm. Also Sie waren der Chef der beiden, sind auch der Chef der Frau Schwarz. Ja. Das ist richtig. Ist Ihnen da mal im Betrieb irgendwas, ein aufgefallenes Verhältnis zwischen den dreien? Ja, ist schon einige Zeit her, da ein paar Monate vielleicht, da haben die Kollegen alle zusammengestanden, waren offenbar gut gelaunt, waren so am Lachen alles. Eine ganz angenehme Atmosphäre. Auf einmal hörte ich wieder hier einen Kleinen zur Frau Schwarz sagte, es klang so ähnlich wie, du Mischstück, hast du aber schon mal einen richtigen Mann im Bett gehabt? Also ich war total entsetzt und habe sofort der Frau Schwarz meine Hilfe angeboten, aber sie meinte, das ging schon in Ordnung, sie käme schon klar. Ja, wenn ich das gewusst hätte, wie sie das zuspitzt, hätte ich sie nie zusammen zur CeBIT geschickt. Gut, solchen Lappalien wurde mir zum Strick gedreht. Diesen Spruch habe ich getätigt. Das will ich und kann ich nicht mehr abstreiten. Der ist gefallen. Stimmt. Aber es war halt nur, glauben Sie mir, es war ein Spruch. Es war mal so dahingesagt. Und nochmal, von wem liegen denn Spermaspuren vor? Von wem liegt denn Beweismaterial vor? Jetzt ich habe geschlafen. Geht hier aber die Post ab. Ich habe geschlafen. Mich hier, das gemacht zu haben. Was bist du denn überhaupt für einer? Da liegt es. Ich glaube, das Beweisstück. Das war auch nicht bewiesen. Mensch, Ruhe. Irgendwann hat sich die Frau Schwarz auch Ihnen anvertraut und hat Ihnen was geschildert. Hm? Ja, ich bin, wenn ich dran denke, immer noch sehr erschüttert. Sie kam in mein Büro und fing sofort an zu weinen und hat dann alles erzählt. Und alles erzählt? Ist denn da auch mein Name gefallen? Der kann nicht gefallen sein, weil ich es nicht war, weil ich geschlafen habe. Was ich bin glücklich verheiratet. Ich habe doch genauso geschlafen. Ich habe es nicht alles Verleumdung. Mädchen zu vergewaltigen. Und du holst dich da nicht alleine raus? Also, ich muss sagen, ganz deutlich, die Frau Schwarz hat ohne Zweifel von Ihnen beiden gesprochen. Und ich glaube ihr. Man konnte doch merken, dass mit der guten Frau was nicht stimmte. Mal ganz andersrum gedacht. Ist Ihnen irgendetwas mal bekannt geworden? Gab es innerbetrieblich zwischen denen irgendwelche Streitigkeiten, die Grund dafür sein könnten, dass die Frau Schwarz sich sowas ausdenkt? Also offen ist da nichts gefallen, jedenfalls nicht. Ist zu mir nichts durchgedrungen. Ich kann nur sagen, es kam schon mal Mitarbeiterinnen, haben sie mal beschwert, so Kleinigkeiten, so wie angeblich zufällige Berührungen oder was sie alle so erzählt haben. Halt eben so Sachen, die ich als Chef nicht ernst nehme. Sonst kann ich nichts dazu sagen. Allerdings, als die Frau Schwarz zu Ihnen kam, das haben Sie dann sehr ernst genommen und haben den beiden umgehend fristlos gekündigt. Ja, ja das ist, Frau Schwarz klingt für mich unglaublich glaubwürdig, das ist hundertprozentig. Wir nicht, Herr Herrmann, noch Fragen an den Zeugen, die wir uns keine Fragen. Okay. Herzlichen Dank. Die Frau Koch, bitte, Herr Seelhoff, der Zeuge bleibt wegen Verzicht 61 vom SDP unbeeidigt. Vielen Dank. Scheiße, schon. Das ist wirklich das. Sechs Jahre. Frau Koch, wenn Sie bitte hier Platz nehmen würden. Sie wissen, dass Sie als Zeugen vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Simone Koch, 21 Jahre alt. Sie leben in Rheinfelden auch. Sie sind ledig, machen ebenfalls eine Ausbildung zur Bürokauffrau in derselben Firma wie die Frau Schwarz und wie die beiden Angeklagten. Ja, das stimmt alles. Ja, stimmt alles. Nicht verwandt, verschwägert, verlobt mit denen. Nein.
Wie haben Sie denn von diesen Geschehnissen im Zug erfahren? Also mir ist schon länger aufgefallen, dass irgendwas mit der Britta nicht stimmte. Sie war plötzlich so verschlossen und ängstlich. Und sie reagierte immer total komisch, wenn einer von den beiden da im Raum war. Das war so ganz unnormal für sie. Irgendwann habe ich dann die ganze Geschichte aus ihr rausquetschen können. Ich habe sie gedrängt, zu Herrn Herrmann zu gehen und die beiden anzuzeigen. Mhm. Und was haben Sie denn aus ihr raus? Jetzt halten Sie mal den Wand. Was haben Sie denn aus ihr rausgequetscht? Na, dass die beiden sie vergewaltigt haben. Im Schlafwagen nachts nach Hannover. Erst der Klein und dann der Götz. Aber das können wir uns doch nicht anhören. Das ich zumindest nicht, weil ich... Frau Koch, wie ist denn so das Betriebsklima im Betrieb von Herrn Herrmann? Also der Chef ist super und die anderen auch. Aber das da, das sind echte Schweine. Hey. Dass die Frauen belästigen, das war nichts Neues. Genau so eine Schauspielerin wirklich? Bist du. Erzählen Sie einfach sagen, es ist nichts Neues, dass die Frauen belästigen. Ihr lügt die ganze sich von denen nicht beirren. Erzählen Sie uns einfach Ihre Bestimmtes? Geschichte. Einen bestimmten Vorfall? Ja. Einmal bin ich zufällig dazugekommen, als die beiden Britta im Kopierraum in eine Ecke gedrängt haben. Sie haben mir an den Busen gefasst und gesagt, hey, das war doch toll mit uns dreien. Das müssen wir unbedingt nochmal machen. Ich hab das Mädel nie angefasst. Britta war halb tot, schmieriger Wichser. Das war nach ich glaube, das steht da ein bisschen was falsch. Das war in der Zeit, als sie noch richtig scharf auf mich war. Jetzt lass mal kurz. Ich habe eine ganz andere Frage. Sie sind ja gewollt, dass ich ganz genau. Jetzt ist endgültig Schluss da drüben. Sie sind befreundet mit der Frau Schwarz. Ja. Waren Sie ja auch bei ihr zu Hause, Meier? Ja. Können Sie mal die Wohnung vielleicht schildern? Sie wohnt bei ihren Eltern und hat da eine super süße Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem kleinen Balkon. Mhm. Aha. Wissen Sie etwas von einer Affäre zwischen Herrn Götz und Ihrer Freundin? Eine Affäre? Nein, absolut nicht. Das wüsste ich. Ich bin Ihre beste Freundin. Das hätte sie mir erzählt. Aber er hat ihr dauernd Angebote gemacht. Aber Britta hat ihn immer abblitzen lassen. Dann sieht das jetzt aber sehr schlecht aus für Sie, Herr Götz. Ihre Beschreibung der Wohnung von Frau Schwarz stimmt nicht mit der tatsächlichen Realität überein. Ich sag ja, ich weiß nicht genau, wie es in der Wohnung ausgesehen hat. Wollen Sie sich das nicht vielleicht auch noch mal überlegen? Frau Staatsanwältin, es war dunkel, es war ein einmaliges Erlebnis und mehr nicht. Ich bitte Sie, Herr Kollege. Es ist nicht so dunkel, dass man nicht erkennen kann, in welchem Stockwerk sich eine Wohnung befindet oder wie viel Zimmer eine Wohnung wir hat. Wir waren natürlich auch angetrunken. Wir hatten vorher was gegessen und sind dann da in die Wohnung hoch. Woher soll ich dann... Typischer One-Night-Stand. Es sieht nicht so gut aus für Sie, Herr Götz. Überlegen Sie sich's nochmal. Wir haben Ihre Spermaspuren gefunden. Wir haben keine Indizien dafür, dass Sie jemals ein freiwilliges Verhältnis mit dem Opfer gehabt haben. Ein Geständnis könnte sich durchaus strafmildernd für Sie auswirken. Sie sehen doch, wie die rumläuft. Die hat uns wirklich wahnsinnig gemacht. Den ganzen Tag über, immer völlig sexy. Und als sie dann in dem Abteil lag, neben uns, eine 20-Jährige, die sich wirklich auf... Also sie wollte es ja, das weiß man doch. Das ist schlimm. Die lag einen Meter neben uns in dem Abteil, das hat uns irre gemacht. Er fing noch an, über ihre Unterwäsche zu philosophieren. Was hab ich getan? Ja, ja. Was hab ich getan? Du warst es, du wolltest. Du hast mal auf den Teppich. Du warst es, vielleicht hast du dich heimlich rübergemacht. Ich habe es doch überhaupt nicht nötig, ich habe es doch so von ihr bekommen. Du hast es mit ihr getrieben, aber ich doch nicht. Du bist seit 4 Jahren bei deiner Frau nicht mehr zum Zuge gekommen. Lass du meine Frau ausspielen. Dank es mir, aber lass meine Frau aus dem Spiel. Du hast 4 Jahre. Du hast mit meinem Ehe nichts zu kriegen, du. Herr Götz, vielleicht wollen Sie uns jetzt noch mal erzählen, was an diesem Abend passiert ist. Ja. Wie ich schon sagte, nachdem wir uns gegenseitig heiß geredet haben, hat er dann tatsächlich den Vorschlag gemacht, es doch konkret zu machen. Jetzt sind Sie ja lustig. Du bist so ein infamer, mieser Lügner. Ja, und dann sind wir darüber gegangen. Weiter? Ich hatte eigentlich nichts zu befürchten, weil ich ja wusste, dass die Frau mich mag. Und deswegen war das für mich irgendwie so kein Problem. So. Ich weiß, dass das bei ihm tatsächlich eine Vergewaltigung war, denn er kannte sie nicht, sie hat ihn vorher nie rangelassen. Ich sag dir, sei vorsichtig, Junge. Fang an, mich zu schlagen, du. Sei dann vorsichtig, auch richtig was du erzählst. Mit mir hat sie ja Spaß gemacht. Ja. Ah, ja. Du bist so krank im Kopf. Herr Klein, was sagen Sie dazu? Ich weiß nicht mehr. Der Klein sagt nichts mehr. Ich sage nichts mehr dazu. Tja. Und es stimmt, dass Sie beide mit ihr Geschlechtsverkehr hatten? Ja, ja, das ist richtig. Ja, und? Hat sie mit ihm auch Spaß gemacht? Soll ich das beurteilen? Ja. Ob ihr das mit ihm Spaß gemacht hat? Ich weiß es nicht. Sie hat die ganze Zeit gewehrt? Sie hat sich bei mir nicht gewehrt. Aber er hat sie festgehalten. Ja. Fragen noch? Ich habe keine Fragen. An die Zeugin auch nicht. 61,5 nehme ich an wegen Verzicht. Nehmen Sie bitte da hinten Platz. Ja, wenn sonst keine weiteren Anträge sind, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, werte Kollegen, ich meine, nach dieser Beweisaufnahme kann es keine begründeten Zweifel mehr an der Schuld beider Angeklagter geben. Wir haben ja als Indizienbeweis das spermabefleckte Nachthemd des Opfers. Die Spermaspuren stammen ganz eindeutig vom Angeklagten Götz. Und bei dem Versuch, diese irgendwie zu erklären, hat er sich so lange in Widersprüche verwickelt, bis ihm nichts mehr anders übrig blieb, als die Wahrheit zu gestehen.
Und sein Geständnis deckt sich mit der Aussage der Frau Schwarz. Ich meine, es spielt hier überhaupt keine Rolle, welchem der beiden Männer zuerst die Idee kam, Frau Schwarz zu vergewaltigen. Weil der andere ist ganz offensichtlich nur zu bereitwillig darauf eingestiegen. Und die Tat haben sie dann schließlich gemeinschaftlich begangen. Sie sind zu zweit über Frau Schwarz hergefallen und sie haben beide den Geschlechtsverkehr mit ihr durchgeführt. Bereits eine dieser Begehungsweisen würde ausreichen, einen besonders schweren Fall der sexuellen Nötigung zu rechtfertigen. Da hier beide Begehungsweisen verwirklicht worden sind, muss die Strafe umso härter ausfallen. Ich beantrage daher, den Angeklagten Klein zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren zu verurteilen. Der Angeklagte Götz hat gestanden und wie ich vorher sagte, das muss sich natürlich strafmildernd auswirken, sodass für den Angeklagten Götz meiner Ansicht nach eine Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren angemessen ist. Ich bedanke mich. Danke, Frau Staatsanwaltin. Hohes Gericht, Herren, Frauen, Kollegen, ganz kurz möchte ich was sagen. Ich wundere mich schon, dass ein Geständnis, in dem gesagt wird, dass die Angeklagte dass die Zeugin es wollte und es schön fand, hier noch einen Abschlag bekommt. Das wundert mich sehr. So, aber mal was ganz anders. Wir sollten uns hier nochmal die Aussage der Zeugin Simone Koch vor Augen führen. Der Klein, der ist eine arme Wurst, der ist ein Mitläufer und der lässt sich vom Götz aufstacheln. Das hat damit und aber das, nichts zu tun. Wenn wir davon ausgehen, dass die Aussagen hier glaubwürdig sind, dann muss auch das zugunsten des Herrn Klein hier berücksichtigt werden. Weil das ist nämlich ein Unterschied und hat sich hier auch wie ein roter Faden durch alle Aussagen gezogen, dass der Aggressor nämlich nicht der Herr Klein ist, sondern der Herr Götz. Und mein Mandant ist nämlich auch ein Opfer, der Herr Klein, vom aggressiven Herrn Götz, mit dem er aufgrund der Freundschaft in ein emotionales Abhängigkeitsverhältnis geraten ist. Ich beantrage daher, den Angeklagten Klein zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren zu verurteilen. Selbstverständlich kann die zur Bewährung ausgesetzt werden, vor allem im Hinblick darauf, dass der Angeklagte bis jetzt noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Vielen Dank. Danke, Frau Verteidigerin. Herr Verteidiger, bitte. Danke sehr. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, Frau Kollegin, selten ist es, dass ich mich innerhalb eines Gerichtssaals gleich zweier Plädoyers erwehren muss. Der Angeklagte Klein ist hier nicht etwa der Mitläufer, wie er gerade dargestellt werden sollte. Die Aggressivität, wie er mit meinem Mandanten umgegangen ist in diesem Gerichtssaal, zeugte deutlich von einer anderen Sprache. Er war die Triebfeder dieses Deliktes. Er wollte den Spaß haben. Das Delikt ist dann begangen worden. Es sind zwangsläufig beide Alternativen des Straftatbestandes erfüllt. Vor diesem Hintergrund haben wir das Mindestmaß der Freiheitsstrafe von 2 Jahren aufwärts. Aber wir haben auch zugleich, Gott sei Dank, relativ wenig oder geringe Folgen für die Zeugin Schwarz. Und mein Mandant ist nicht vorbestraft. Er hat eine äußerst positive Sozialprognose. Und darüber hinaus war er hier, wenn auch erst sehr spät, durchaus geständig. Ich beantrage daher, an den unteren Rand des Strafmaßes zu gehen. Danke sehr. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was dazu sagen. Sie haben jeweils das letzte Wort. Herr Klein zunächst. Ich möchte dazu nichts mehr sagen. Herr Götz. Ich kann dazu nur noch sagen, dies war nicht meine Idee. Und ich glaube trotzdem, dass es ihr Spaß gemacht hat. Wir ziehen uns zur Urteilsberatung zurück. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagten Ralf Klein und Michael Götz sind schuldig der gemeinschaftlichen Vergewaltigung nach § 177 Absatz 1 Absatz 2 und 25 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Der Angeklagte Klein wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Der Angeklagte Götz zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten. Die Angeklagten tragen die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Keinerlei Zweifel haben wir daran, dass es beide waren, dass beide gemeinsam eine Vergewaltigung begangen haben. Der Götz hat es ja so eingeräumt, genauso wie es die Frau Schwarz gesagt hat. Und es hat sich heute überhaupt keinerlei Anhaltspunkt ergeben, dass die Frau Schwarz in auch nur einem kleinen Punkt gelogen haben könnte. Ja? Eine Rolle spielt es natürlich schon, wer auf die Idee gekommen ist, wer letzten Endes die treibende Kraft war. Nur, es hat sich hier nicht aufklären lassen. Jeder sagt natürlich, der andere ist die treibende Kraft zur Strafhöhe. Entscheidend ist hier natürlich einerseits, sie haben keine Vorstrafen, das ist schon wahr, dass sie heimtückisch die Frau Schwarz im Schlaf überrascht haben. Das ist schon noch eine besonders verwerfliche Tatausführung. Und dass sie nicht nur gemeinsam Gewalt angetan haben, sondern dass es zum Geschlechtsverkehr bis zum Samenerguss mit ihnen beiden nacheinander gekommen ist. Deswegen kann es bei Weiben nicht bei der Mindeststrafe von 2 Jahren bleiben. Ja, und das Letzte ist natürlich das Geständnis.
Ein Geständnis wirkt sich immer strafmildernd aus. Deswegen sind wir auch bei Ihnen leicht unter dem geblieben, was für den Herrn Klein verhängt worden ist. Beinahe habe ich gedacht, mit Ihrem letzten Wort reißen Sie noch was raus. Eines habe ich nämlich bis zum letzten vermisst, dass ich erkennen konnte, dass Ihr Geständnis auch von ein bisschen Reue getragen ist. Und als Sie noch am Schluss den Mund aufmachen wollten, habe ich gedacht, jetzt sagt er vielleicht noch, es tut mir leid. Der Rabatt wäre deutlich höher ausgefallen, wenn sowas gekommen wäre, er wäre sogar höher ausgefallen, wenn Sie nicht am Schluss noch gesagt hätten, sie hatte Spaß dabei. Deswegen hier nur 3 Monate weniger. Gegen das Urteil können Sie Berufung oder Revision jeweils einlegen. Ihre Verteidiger werden Sie insoweit beraten. Frau Schwarz, Schlimmste ist jetzt mal erst vorbei. Wenigstens als schwachen Trost zumindest wissen Sie jetzt, Sie haben einen Arbeitgeber, der voll hinter Ihnen steht und der zu Ihnen hält. Wenigstens ein Grund, ein bisschen lieber wieder zur Arbeit zu gehen. Den anderen Grund haben Sie gerade eben mitbekommen. Sie werden den beiden wohl dort am Arbeitsplatz nie wieder begegnen. Kündigungsschutzklagen, die können Sie getrost zurücknehmen. Sitzung ist geschlossen.